Ey, yo Leute, was geht ab bei euch? Euch hat es scheinbar letztens gefallen, als ich den GP ausgepackt habe. Da dachte ich mir, komm, warum machen wir es nicht nochmal? Eine schöne Runde Korean Gangplank. Weiß ich nicht, Leute, ich finde das Bild super, super nice. Einer hat mir in die Kommentare reingeschrieben, ey yo Silfman, warum baust du nicht Fire at Will als erstes aus, vor meinen Upgrades, die ich habe? Weil ich ja so oft ulte. Ganz einfach, es ist scheiße. Nein, aber jetzt mal so als richtige Erklärung. Diese Megakugel, die GP droppt, macht einfach viel mehr aus als Fire at Will. Denn ich habe zwar mehr Wellen, was cool ist, aber ich habe ein Problem, der Gegner muss da drin stehen bleiben, damit ich da halt irgendwie erst was an Value rausbekomme. Und das ist halt irgendwie nicht so der Fall, ne? So, kein Gegner sagt, ja geil, Alter, ich bleib irgendwie drin stehen. Sondern die bewegen sich ja auch alle halt. Deswegen nimmt man meistens die Megakanone mit. Erstens ist der True Damage sehr geil. Zweitens, der Slow, Leute, würde ich auch nicht unterschätzen. Ich meine, kommt 300% True Damage von einer Welle. Das sind jetzt bei der ersten Welle, oder bei Level 1 Ulti, wären das 120 True Damage. Aber ich glaube, ich habe es eh erst ab Level 9, oder habe ich es erst später? Ab wann schalte ich mein erstes Upgrade frei? Weiß ich gerade gar nicht so genau. Und halt nochmal der Slow, wodurch er länger in der nächsten Welle drin ist. Das heißt, ich kriege die noch vielleicht nochmal mehr consistent drauf. Macht schon sehr, sehr viel aus. So, wir sind hier halt gegen Ryze. Ist ein klein wenig Cancer-Matchup, to be honest. Ich gehe noch eben kurz einmal meine Lerunen sehen. Also hier seinen Face-Rush immer mal pocken. Ich werde die auch wahrscheinlich sehr viel geordnet erstmal von ihm. Everyone pays. Kriegt ihr noch drauf? Das ist ja cool. Nice. So, ich würde erstmal sehr viel hin und her getradet. Aber das ist auch ein bisschen zu erwarten in dem Matchup. Er ist halt Range. Ich bin Midi und ein Range gegen Midi wird halt immer sich erstmal hin und her auf die Fresse gehauen. Den haben die im Jungle, Ramos. Kann ich die dritte Potion hier auch gleich mitnehmen. Ich weiß jetzt aber tatsächlich nicht, wo er angefangen hat. Du Wichser. Schmecke die Macht meines Korean Gangplanks. Und zack, wir können weggehen. Wir haben leider nicht genug Gold, um uns einen Sheen zu holen. Ich habe mit der Crafting Potion angefangen, aber ganz echt, Leute, ich bereue es hier gar nicht. Denn es hat tatsächlich mein Mana hier sehr gut durchsustained. Machen wir das mal so. Plus den, plus den. Lol, er wurde solo killed. What the fuck? Okay, wenigstens kann ich die Krabbe hier noch irgendwie. Ey, das Typ. Aha, ich weiß nicht, was ich vom Typ jetzt halten soll. Er hat halt echt seine ganze. Also, erstens, er spielt Ränger mit Electrocute. Was er generell schon mal Müll ist in dem Jungle-Matchup. Zumindest auch in diesem Game, wie ich finde. Oh, der scheppert halt richtig rein. Oh, warte mal, ich hab ihn gar nicht gequeued. Scheiße. Ich hätte mir auf jeden Fall early nochmal ein bisschen Magierisik kaufen müssen. Nee, der ist weg. Ne, warte mal, ich freeze das einfach. Was mache ich hier? Er hat nämlich gar keinen Teleport. Ich meine, ich zwar auch nicht. Und wenn er wiederkommt, bin ich ein bisschen am Arsch. Ich muss irgendwie die Wave einmal rausgedrückt bekommen. Ah, das ist kacke, dass ich da vorhin meinen TP genutzt habe. Okay.
Nein! Oh mein... Fuck, Alter, er ist in den Tower reingelaufen. Okay, ich würde jetzt liebend gerne... Okay, wir haben mehr oder... Ja, komm, das, ich kann hier recallen. Das sollte fein sein. Ja, aber das ist nicht fein. Es bounced ihm hin. Ich brauche hier unbedingt Level 6, dass ich dann mit der Ulti die Wave ausklingen kann. So, warte. Jetzt haben wir das. Jetzt warte ich, bis die nächste Wave mit drauf kommt und dann ulti ich einfach drauf. So, das kostet mich jetzt zwar meine Ulti. Ah, er freest das vorne noch. Was kostet ihn jetzt auch nochmal seine Potions? Das ist okay. Ich konnte die Wave noch ein bisschen mit abfarmen. Und es pusht nicht zu hart in ihn rein. Das ist okay, das ist okay. Es ist nicht gut, aber es ist okay. Ich verdiene das aber auch. So hätte ich hier mein TP quasi nicht gewastet, ja, wäre das jetzt so nicht passiert. Echt jetzt? Pflanze, 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 GG. Oh, oh. Digga, man nennt mich nicht umsonst den Captain, ihr Wichser. Alter. Kludian Gangplank. Was, meine Mutter? Alter, Leute, ganz ehrlich, ich habe mich ganz leicht eingescheppert. Digga, Leute, ihr könnt, wenn ihr Korean GP spielt, so viele TPs wasten, wie ihr wollt. Ja, warte, die Minis machen das hier. Ihr kriegt den Drachen, kein Problem. Ihr kriegt den Rice, kein Problem. Zwei Stacks Ultimate Hunter, kein beschissenes Problem. Okay, wir werden hier aber keine Cedar Boots gehen. Das wäre leicht Suizid in deren Matchup rein. Beziehungsweise in deren Champions rein. Sehr viel Magic Damage, sehr viel CC. Digga, ihr Trottel, die kommen auf euch zu. Ich würde es mich jetzt nicht wundern, wenn die verrecken, to be honest. Okay, wir haben auch Ulti gleich ready. Nom 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 Grassproc. Nom 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 nom. Ihr denkt nicht bestimmt, die Ulti war Waste. Technisch gesehen gebe ich euch recht. Aber ich dachte mir, komm, das ist ein Free Revenus Hunter Stack, den ich halt unbedingt gebrauchen kann. Deswegen haben wir auch nochmal so Sustain-Möglichkeiten dabei. Aber ich habe die Pinky immer noch nicht geklärt, fällt mir auf. Schade. War mir erst ein Tipi wieder ready. Fuck. Okay, er nutzt es jetzt auch. Okay, die sind fein.
Ja, die sind fein, Leute. Ich glaube auch tatsächlich, dass der Fakt, dass der Ding jetzt oben gestorben ist, der Ramos, hat ihn, glaube ich, auch sehr abgefuckt. So, wir tippen uns jetzt auch gleich eben einmal hoch. Wir gönnen uns auch Dingens. Nochmal den, wie heißt der Scheiß? Den Stinger für einfach weitere Cooler-Induction. Fage wäre hier auch nicht bad. Aber wie gesagt, Leute, ich value die CDR hier sehr, sehr, sehr hart. Und scheinbar, Leute, better Jungler wins, I guess. Ne, warte mal, meine Bot hat auch hart gestompt, lol. Das hasse ich immer beim GP-Spielen. Wenn man, GP ist ja im Early Game erst ein bisschen langsamer, ne? Kein Geheimnis hier. Man pickt ihn ja auch nicht, weil man sagt, geil, Alter, ich will starkes Early Game haben. Geh drauf! Na, ist der Rice hier drinne? Fucking Face Rush. Nice, sauber, 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 sauber. Wir halten uns hier sehr gut in der Lane, Leute. Digga, ich hab immer noch mein Upgrade. Ich hab aber Trinity fertig. Okay, den Charge will ich noch durchbekommen. Weil, vielleicht geht's ja in den ganzen Towers. Der hat einen Botlane AFK. Ey, yo, warte mal! Kate ist. Yo, 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 ich bemerke das erst jetzt. Scheiße. Kein Wunder, dass die unten durchgestompt haben. Jade waiting gold on base. What the fuck? Digga, Leute. Ich glaube, der Account ist im Moment auf Dia 1, wenn ich mich nicht irre. Da schmecken die Punkte, ne? Hä? Digga, Leute, diese Barrel-Combo, spicy, Alter. Fucking spicy. Ich weiß nicht, ne? Seitdem ich diese Runenseiten spiele, macht GP so viel mehr Bock. Denn das Überleben mit GP auf der Lane ist in der Regel nicht ganz so schwer. Je nach Matchup natürlich auch, so. So, man ist immer decent dabei. Ja, in der Regel kann man sagen, man ist immer decent dabei. So, und dann das Einzige, was er macht, ist es Ultis zu landen und dann darauf zu hoffen, dass das Team nicht intet. So, jetzt kann ich noch mehr Ultis landen. Ey, yo, Bro! Oh, Leute, ich lebe immer noch. GG. Oh, da ist der Tau. Oh. Du Hurensohn. Scheiße. Ah, scheiße. Okay, was würde ich mir jetzt hier nicht gönnen in dem Game? Mir fehlt immer noch CDR. Aber ich würde Ghostblade gehen, actually. In diesem Fall würde ich als Ghostblade gehen. Einfach nur nochmal, dass ich die fehlenden 10% halt zusammen bekomme. Denn ich kriege ja nochmal 4% über meine Runen, denn wir haben ja noch Scaling Cooldown Action drin.
Wow. Oh, yikes. Oh, yikes. Bum. Es war kacke, dass Caitlyn weg war, Leute. Aber ich finde, ich habe das unabhängig von der Caitlyn Action gut gespielt. War Rengar einmal bei mir? Doch, hat einen Kill gehintet. Nein, ich habe mein TP gewastet für ihn. Und dann bei Rammus, als ich mir dann dort den Double abgeholt habe. Sonst habe ich von Jungler nicht viel bemerkt im Game, to be honest. Doch Rengar hat oben einmal nochmal den Rise umgebracht. Aber ja, Leute, das war's dann auch von mir. Ich bin auch erst am Weg. Tschö, tschö. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.